So, da sind wir wieder. Ich habe uns mal in die Nähe vom Questgebiet gebracht, aber ich höre euch mal dazu. Ja, ich hab mir ein neues Kameralicht gekauft und eine neue Kamera tatsächlich. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt ein bisschen besser wie zuvor. Ich glaube, ich noch mehr Kopfschmerzen, wenn ich mich noch mehr mit Beleuchtung und Kameraeinstellungen beschäftige. Aber das soll euch nicht weiter stören. Ich krieg den Dreh noch raus hier. Wir sind jetzt hier gerade direkt an der Brücke angekommen. Wie man sieht, bin ich hier so super schlau von dem Turm rübergeflogen und dachte so, ja, easy, dann lande ich hier und dann gehe ich dahin, weil es war so ein riesen Questgebiet hier. Aber ja, da ist alles voll mit Lava da unten. Ich komme auch an. Oh, ich komme auch an den Grabstein nicht mehr ran. Der ist halt direkt an so einer Senke. Aber da waren jetzt nur ein bisschen Kupfer und so ein Quatsch und meine Dietriche. Ich habe alles mal neu gecraftet. Craftet. Gecraftet. was haben wir im Inventar? Ja, ich habe auf dem Weg hierher alles Mögliche mitgenommen. Den recyceln wir mal gleich. Dass wir tatsächlich eines Tages mal eine Baufolge haben werden. Aber wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen, ja. Gibt ja mehrere interessante Sachen zu sehen. Und da wir für die Bäuerin gerade die Quest machen. Wo ist das die Bäuerin? Ja. Ihren Saatgutbeutel. Dass wir endlich den Ofen bauen können. Dass der schon mal auf Hochtouren läuft. Damit wir nicht die ganze Zeit Kamillentee craften müssen, sondern irgendwelche coolen Suppen. Wie die Hühnersuppe und sowas alles. Ja, deswegen widmen wir uns erstmal der City hier. Die dürften jetzt auch schon, na gut, Level 18. Wir sind Level 21. Bin mit dem Umzug, muss ich mal sagen, nicht ganz so zufrieden. Aber ich denke mal, wenn wir da eine schöne Base hincraften, wenn wir da eine schöne Base hinzimmern, dürfte das schon cooler werden. Weil wir haben ja noch einiges zu tun in dem neuen Map-Abschnitt. Weil ich meine, wir sind. Upsi. Muss mal schnell hier wegbewegen. Oh, geht's runter. Wir haben, wie gesagt, noch einiges zu tun. Ich probiere hier das in ein paar Parts zu packen, damit wir, weiß nicht, so zwei, drei Quests immer in einen Teil. Mal schauen, wie uns das gelingt, wie wir hier durchkommen. Aber hier gibt es halt so viel zu sehen, deswegen wollen wir uns ja nicht so krass stressen. Er sprengt sich selber in die Luft da oben. Mach das ruhig da oben. Easy. So ein Tritt wäre cool, ne? Er ist am Fallschaden gestorben. Wir wollen doch die Bomben von ihm haben. Er hat wieder mal nur eine. Also ich, falls jemand schon weiter ist, diese Craft-Bomben, dass man drei zusammentut, die haben überhaupt gar keinen Effekt mehr auf die Gegner. Vielleicht sind wir auch schon zu hoch jetzt. Hätte ich mal am Anfang craften sollen, weil die hätten da wahrscheinlich richtig reingezimmert. Und da ist schon wieder so ein Grüner. Die sind immer richtig hardcore. What the fuck? Muss man gleich hier die Windows-Taste blockieren. Warte mal. Hallo? Geht gar nicht. Naja. Falls ihr auch gerade diesen weirden Sound gehört habt, weil irgendwas eingerastet ist. Ja, so, was haben wir hier? Nix. Bücher, Bücher, Bücher. Sieht aus wie ein Gefängnis hier. Vielleicht haben wir eine goldene Kiste hier schon wieder versteckt. Wir nehmen mal das andere. Ne, hier ist nichts. Aber es geht ja noch nach oben. Also von daher. Wir nehmen aber mal alles mit, was wir hier so finden. Ne. Was für eine coole Tür, ja. Ach, was könnten wir nicht alles craften, würden wir mal Bronze farmen gehen, aber wir sind dabei. Ach du Scheiße. Oh, ich dachte, hier wäre Lava, oder? Ist der andere Eingang, oder? Ne. Wir gehen mal hier lang, ne?
Schau mal, was wir uns hier versteckt haben. Wahrscheinlich nur eine Mine. Tatsächlich mit Kupfer. Juhu. Und ein Löwe. Oder ein Berglöwe. Ah, der kann da unten in der Grube bleiben. Viel Spaß da unten. Ja, hier sind ein paar. Hehe. Ah. Die verschwinden mal hier schnell. Die haben nämlich richtig Hardcore-Schaden. So. Ja. Die leben wohl hier. So, was gibt's denn hier auf der schönen Stadtmauer? Ungefähr so habe ich mir unsere Base auch vorgestellt. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Hier ist das Questgebiet, wo wir noch nicht hin können. Kann das sein? Ich schaue mal kurz auf die Map. Ja, tatsächlich. Wir müssen erstmal unseren Kram ab. Oh. Schaut euch das an. Das sieht ein bisschen so aus wie bei Prince of Persia, falls jemand die alten Teile gezockt hat. Ziemlich geil, eigentlich. Guck mal, ob wir das hier First Try hinkriegen. Ohne Ausdauer. Wenn wir runterfallen, dann ist tatsächlich vorbei. Läuft die Miasma-Zeit auf Null und dann. So, hier müssen wir mal kurz die Ausdauer hochballern lassen. Können wir mal einen Schluck Kaffee trinken? Der schönsten Tasse der Welt. So. Eieiei. Ich denke mal, dass die nächsten Tower, die wir so clearen müssen, auch ziemlich krass werden von den Rätseln her. Also hoffe ich zumindest, dass wir da nicht in 2 Minuten durchkommen. Dann könnte man davon ja mal einfach nur so einen Part machen. Gab's hier noch nichts? Ich fange auch mal an, die Bücher mitzunehmen. Dann können wir mal ein bisschen Deko machen. Aber es ist ja wie immer das Erste, was ich rausschmeiße, wenn wir keinen Platz mehr haben. Metallschrott. Geht's hier noch weiter hoch? Tatsächlich. Und eine Kiste. Der Kalksteinblock. Den hätte ich mal. Eine geheime Kellertür können wir jetzt craften. Nice. Das war wahrscheinlich nochmal eine eigene Quest, die wir jetzt einfach schon abgeschlossen haben. Vielleicht müssen wir ja nochmal hierher. Oh oh. Waren wir da gerade? Weiß da jemand was? Hallo? Ne, da waren wir natürlich noch nicht. Ein Dietrich. Man könnte sich auch tatsächlich durch die Wand bauen, wenn man keinen Dietrich dabei hat. Das geht natürlich alles hier. Nehmen wir jetzt die coole Spitzhacke. Und hier ist einfach gar nichts. Cool. Warum sollte man hier rein? Ah. Aha. Hier ist einfach gar nichts. Cool. Vielleicht oben drauf, ne? Aber kommt man ja auch nicht hin. Und doch von hier. Ja. Ne, ich glaube auch nicht. Oh, doch. Ja, gut, hier ist nichts, ne? Aber wir haben es uns angeschaut, ne? Kann man nicht sagen, dass wir es nicht versucht haben. So. Hier sind wir jetzt lang. Wir fliegen einfach mal rüber. Falls jemand sich fragt, wie man so gut landen kann, man drückt einfach Rechtsklick, wenn man da ist, wo man hin will. Auch eine coole Stadt eigentlich hier. Alter. Fast Fallschaden kassiert. Lehrlingszauberstab. Ich habe gehört, der soll wohl ziemlich OP sein, wenn man den zu dritt oder zu viert benutzt, wenn man das ein bisschen spammt. Aber wir sind alleine hier unterwegs. Ist noch eine Kiste. Hier diese Doppelbomben. Ich meine, die machen 19 Schaden. Feuerschaden, vielleicht, wenn die mal anfällig ist für Feuerschaden. Ist noch eine Kiste. Nice. Aua. Nochmal so ein Krempel.
Da waren wir schon drin. Können wir mal runter hier. Lauter Stoff und Zeug hier, aber nichts Cooles. Warum leuchtet das hier so? Ratten. Nice. Die sammle ich jetzt nicht ein. Oh. Hier ist doch bestimmt noch was. Ah. Oh. Ah ja. Achso, ist der Weg von hier nach da. Hat schon gesagt, warum wir hier, habe ich schon gesagt, ja. Wegen der Leiche. Meine super Flugkünste. Bisschen überschätzt. So, es wird noch spannend. Plünderer Farm. Mhm. Hier wird über den Almanach gesprochen. Bin schon auf der richtigen Spur hier. Jawohl. Langsam machen die uns auch kein Problem mehr. Am Anfang habe ich ein bisschen gestruggelt mit der Combo, die mal rausknallen. Können wir hier? Bierfell. Manche Produktionsketten sind schon sehr, sehr lang. Also da muss man jetzt mittlerweile schon einfach alles mitnehmen. Weil sonst fehlt wieder irgendeine Kleinigkeit, die man dann unbedingt braucht. Und dann muss man wieder 100 Jahre unterwegs gehen, um alles zu farmen. Aber ich... Ups, jetzt kommt man hier nicht hoch. Ich mache sowieso nochmal eine Offscreen-Farmrunde, damit wir dann, wenn wir letztendlich angekommen sind bei der... Bei der Baufolge, dass wir dann einfach unbeschwert unsere Kreativität freien Lauf lassen können zusammen. Falls jemand noch eine coole Idee hat für eine Base. Ich habe euch ja, glaube ich, noch gar nicht so wirklich ins Bild gesetzt, was wir hier so vorhaben. Aber das kommt alles noch. Alles zusammengepackt in ein Video. Ich habe ja schon des Öfteren mal probiert anzufangen, die aufzunehmen, aber ich habe, wie gesagt, mein Setup umgebaut und da war dann relativ wenig Zeit dazwischen, weil ich liebe ja die Grünen hier. Alter. Warum hat er denn da das Schild nicht hochgenommen, Kollege? Easy. Ich hoffe, dass wir auch noch reinnehmen können. Ich weiß nicht, was man da skillen soll. Ich habe mir schon alles durchgelesen, aber vielleicht ist auch noch gar nicht drin. Dass wir zwei Schwerter in die Hand nehmen können. Weil das wäre ziemlich cool. Hier geht es um Missverständnis, jawohl. Guck dich mal das Schwert an, das sieht ziemlich nice aus. Also, finde ich. Vielleicht finden wir das ja auch nochmal in richtig, richtig gut, weil jetzt ist es gerade, was war das, selten? Nee, doch selten nur leider. Vielleicht gibt es da irgendwo ein Legendär, also ist ja sowieso mal Zufall, was man da aus den Kisten so rauszieht. Habe ich mal ein bisschen ausprobiert in so ein paar Kellern, da die relativ nah dran sind an unserer neuen Base. War immer nur Pupu dabei, deswegen haben wir auch, glaube ich, 3000 Runen. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Map. Der letzte Hinweis hat uns ein bisschen weiter nach rechts geführt. Das heißt, ich denke mal, oben auf dem Turm ist der Spaß, den wir suchen, versteckt. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die hier in jeglichen Schutthaufen... die hier so sind, auch noch Dinge versteckt haben. Man müsste bloß unendlich viel Zeit haben, um das alles auseinander zu graben und so. Ach Mensch, ein Dietrich verbraucht für eine Bombe. Das ist doch großartig. Sehr, sehr schön. So. Und vielleicht kommen wir in die Verlegenheit eines Bosskampfes da oben, aber ich denke mal nicht. Kann natürlich sein, dass da noch so ein Blaukopf rumhereiert. So.
Gut, dass wir die Mission noch machen können, weil das ist direkt an der Grenze. Das heißt, wir haben jetzt schon das Grenzgebiet gefunden, wo wir die nächste Freischaltung brauchen für. Das, ich denke mal, hier geht es dann los oder auf der Seite. Hier ist irgendwo so ein Tor. Und die nächsten Missionen fangen ja sowieso hier hinten an. Da müssen wir uns dann nochmal ein bisschen Zeit nehmen, um hier durchzuballern. Außerdem wollen wir zu Herz des Eisen. Herz aus Eisen. Das ist die quasi das erste Eisenabbaugebiet, was wir so finden können, weil wir ja eigentlich auch vorhaben, die neue Rüstung zu bauen, die wir noch nicht anschauen können. Ich gehe stark davon aus, dass wir so eine Art Rüstung wie diese hier craften können, die ziemlich cool ist, hätte sie nicht so krasse Debuffs. Also die reduziert die Miasma-Zeit wirklich immens, deswegen tragen wir auch den Helm nicht davon. Was war das denn? Egal, müssen wir nochmal außen rum. Weil mit 2 Minuten Miasma-Zeit kannst du wirklich nichts mehr anfangen. Gehen wir mal hier hoch. Gibt's auch nur Bücher. Bisschen Metallschrott. Auch nichts Interessantes wirklich, aber cool gebaut, muss ich sagen. So, gab es hier noch eine Treppe oder müssen wir tatsächlich da hochklettern? Sieht so aus. Ich kann nichts erkennen. Vielleicht habe ich jetzt irgendeine Kiste übersehen oder so. Ne, hier ist eine Kiste. Hier ist eine Bandage drin. Alles klar. Plündere Arena. Sind wir doch falsch abgebogen? Ich dachte, das Ding ist hier oben. Ne. Und so kann man sich irren. Wo haben wir denn die Plündere Arena von hier? Fliegen wir einfach rüber, würde ich sagen. Das liegt da unten. Na gut, wir fliegen los. Gleich in die Arena rein. Oder warte mal, wir landen mal hier auf dem Vorplatz. Da müssen wir erstmal hier ein paar Leute wegmachen. Super, dass unser Schwert jetzt wieder durch ist. Ich muss mir mal angewöhnen, noch ein zweites Schwert einzupacken, was relativ gut ist. Ich hatte jetzt hier, den zerlegen wir nochmal. Wo ist er? Wo ist er? Hier, die Keule hatte ich hier eigentlich abgedreht, weil die 60 Schaden hat. Aber die macht so gut wie keinen Schaden eigentlich. Hat er halt Schaden. Ich habe nämlich das eine Mal auch so ein Lager geplündert da. Und da hatte ich natürlich nicht alle weggemacht. Und dann ging es zum Bossfight. Und dann kamen sie aus allen Richtungen angerannt. Und ja, kann sich jeder vorstellen, was dann so passiert ist. Ich glaube, ich musste da fünfmal neu spawnen. Und das war wirklich fucking krampfig. So, Plünderer. Da ist noch einer. Wenn die Arena dann nur aus dem besteht, ist natürlich easy. Schau nochmal schnell hier rein. Ist auch nichts. Nur eine Kiste. Nee. Hätte ja sein können. Ja, ich mach mein neues Setup. Relativ entspannt. Kann ganz gut die Videos rendern und so. Ich hoffe, die Qualität passt mittlerweile. So, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Bevor wir hier noch weiter rumlaufen und Zeit verschwenden. Weil wir eigentlich 2 Quests zusammen ab, aber ich guck mal schnell, wo wir hier. Was ist denn das nächste? Obelisk. Der Sonnentempel. Ich weiß nicht, ich hätte eigentlich Bock auf den Kessel, aber wenn mich nicht alles täuscht, ist hier alles mir erstmal auch gesperrt. Ich glaube, wir schauen danach mal auf. Oh. Ja, wir schauen danach mal, was überhaupt gar zu reden. Ach Scheiße. Ach, jetzt ist hier auch noch so eine Mutti angekommen. Ich mache erstmal die Kollegen hier weg. Ach, hier sind ja auch noch Hunde. Was hier? Alter.
Ich habe irgendwie so wenig Leben, fällt mir gerade mal so auf. Ist da wirklich ein Hit und dann ist vorbei? Ich weiß gar nicht, hat da jemand mitgekriegt, dass wir in der einen Folge mit diesem... Ich wollte gerade sagen, wir haben relativ wenig Leben. Dass wir da gewone-hitted werden. Davon wäre ich jetzt nicht ausgegangen. So. Aber wir sind ja gar nicht so weit weg. Wir laufen einfach mal durch. Was haben wir jetzt verloren eigentlich? Oh, relativ viel. So, als ob nie was passiert wäre, habe ich euch den ganzen Weg mal ein bisschen erspart. Ich habe ein paar Zauber eingeladen, unter anderem auch den Säurebiss, der ja letztes Mal so toll funktioniert hat. Den rüsten wir mal aus. Jetzt haben wir den hier auch in unserem Zauberstab, denke ich mal. Hoffen wir mal, dass das so ist. Laufen wir nochmal hier zu unserem Kollegen. Und wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann weiß ich auch nicht, was wir da machen können. Ja. Genug Pfeile haben wir ja, habe ich gedacht. Aber die ist tatsächlich irgendwie immun gegen unsere Pfeile. Was ja an sich mal ganz nett ist, dass man da nicht irgendwo stehen bleibt und dann... vielleicht haben sie es auch reingepatcht. Dass man da dann die ganze Zeit... an irgendeiner Ecke steht und sich versteckt. Wahrscheinlich wollten sie es mal ein bisschen interessanter gestalten, weil wir ja viele Bossfights schon hinter uns haben mit Verstecken und Schießen. So. Was haben wir? Was gab's da? Wir müssen auf jeden Fall die neue Rüstung, ich habe mir jetzt gerade schon mal angeguckt, wo ich nochmal beim Schmied war und alles repariert habe. Also eigentlich an der Workbench, aber dass wir da tatsächlich noch eine krasse Rüstung craften können. Aber wir müssen an Bronze rankommen. Deswegen müssen wir die Schmiedmission mal weitermachen. Habe ich gedacht, dass wir die direkt im Anschluss erledigen. Ich weiß jetzt nicht, wo sind wir denn abgebogen gerade? Falscher Eingang. So, hier geht's rund. Hier geht's rund. So. Trinken. Essen. Was gibt's noch? Popcorn haben wir keins mehr. Ja, super. So. Zauberstab ist am Start. Da ist die Mutti. Und ich krieg jetzt richtig aufs Dach. Wir lassen die erstmal kurz hier ihren Scheiß werfen. Uiuiui. Macht tatsächlich richtig hardcore Schaden und es ist tatsächlich ein One-Hit. Das ist OP auf jeden Fall. Nehmen wir die doch mal mit hier. Da ist auch der Almanach, den hat die dabei gehabt. Ja, das ist ja super. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Müssen wir mal schauen, ob wir hier noch eine goldene Kiste finden. Also, falls mal jemand struggelt mit seinem Bossfight, was ist denn unsere Leiche? Da oben, wa? Kann ich diesen Stab nur empfehlen mit dem dazugehörigen Säurebiss. Ja, haben wir hier noch einen Haufen Zeug gehabt. Das habe ich gar nicht mehr mitgeschnitten. So, hier gibt es da bestimmt irgendwo eine goldene Kiste. Ganz sicher. Die saßen aber lange und haben zugeschaut hier. Ist das auch so für ein... Aus der Arena könnte man auf jeden Fall noch was machen. Hier gab's nix. Ein Knochen. Auch nix. Vielleicht haben wir hier Glück. Nee, sieht nicht so aus. Dann gibt's hier halt einfach nix. Hundezwinger auch nicht. Die waren wir noch nicht drin. Im Gefangenenlager. Plünderer Arena. Achso. Hier können wir alles reparieren. Nice. Gut zu wissen. Hier ist eine Tür. Wo sind wir denn hier auf der Map eigentlich? Jetzt geht's auf in den Berg. Hier waren wir vorhin, glaube ich, schon. So, wir nehmen mal das hier.
Denke nicht, dass wir das kaputt kriegen. Ist auch nicht weiter wichtig. So, hier gibt es noch ein Häuschen. War es nicht auch so? Jasma Abbaugerät. Vielleicht können wir auch so ein Riesenteil auch irgendwann noch bauen. Der uns dann einfach. Was haben wir hier? Dann wird zerlegt werden. Inventarplatz ist ja immer super rare. Und die, wenn wir jetzt Kupfer abbauen können, können wir die jetzt endlich mal verkupfern. Den Plündermutti-Kopf. Aber hier hinten kommen wir zum Beispiel nicht weiter. Das habe ich ja vorhin schon 100-mal gesagt, glaube ich. Das heißt, wir würden das Teil jetzt mal abgeben. Und dann schauen wir mal, was die dazu zu sagen hat, wa? Vielleicht bauen wir dann noch schnell den Ofen zusammen. Und dann würde ich mich mal in die Richtung, wie heißt er nochmal? In die Richtung von der Schmiedmission machen. Da ist sie, die gute. So. Mein Gott. Pflanzensetzlinge, wunderbar. Es ist ein bisschen schmutzig, aber schon in Ordnung. Das macht mir nichts aus. Also Pflanzen, ein bisschen Pflanzen herstellen. So. Einmal noch der Pflanzen. Den kann man da wieder nachcraften, falls du mal 25 Papier. Oh oh. So, wir brauchen Ziegel für den Kollegen. Da haben wir hier einen, den einen oder anderen schon vorbereitet. Here we go. Achso, ich muss den noch herstellen. Wie sollen wir denn das Papier herstellen? Wer kann denn das? Die kann das nicht. Der Kollege vielleicht. Neue Geheimtür ist hier. Eine Leiter. Falls man irgendwo Papier sieht hier. Nö, nö, nö. Oh, schöne Fahne. Sieht nicht so aus. Entweder gehe ich hier gerade auf den Schlauch oder ich muss nochmal ein bisschen weiter craften. Der Kollege kann auch kein Papier herstellen. Oh. Schick. Nice. Was gibt's noch für eine Rüstung? Ist auch so ein crazy Helm hier, ja. Papier. Nö. Mörser. Okay, das war's schon. Okay. Ja, falls jemand eine Ahnung hat, wie man Papier erstellt, also ich würde es gern wissen, weil, hä? Ich habe da den Eimer noch, den habe ich da hier, oder? Haben wir den nicht, hier haben wir den noch im Inventar, oder? Ach, den muss man, oh mein Gott. Bro. Den muss man setzen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh mein Gott. Das war das, Junge, Junge, Junge. So, jetzt können wir auch den Ofen bauen, nachdem ich mich angestellt habe wie eine alte Handlampe. Ja, jetzt haben wir den Ofen. Der ist, so, ich hoffe, der muss nicht unterm Dach stehen. Aber denke ich mal nicht. So, wir können jetzt Fladenbrot herstellen, wenn wir jetzt endlich mal... Achso, das ist das Einzige, was wir da machen können. Gut, die wird uns bestimmt noch einen Auftrag geben, wie wir Mehl herstellen, aber... können wir bestimmt auch in dem Grinder da herstellen von dem Alchemisten. Wir reparieren hier nochmal alles. So, hat die gleich noch eine Voranschlussmission? Anscheinend nicht. So. Wir haben unsere Pfeile wieder, oder? Ja, beide sind da. Wir müssen ein bisschen Essen einpacken. So, das kommt auch hier. Auch hier rüber. Nehmen wir mal das mit. Den Rest schmeißen wir mal schnell hier ab. Das war der andere Kollege. Ja, ich muss hier noch ein bisschen umbauen, dann passt es auch wieder. Nur eine Übergangslösung hier. So, jetzt können wir noch ein bisschen Kupfer machen. Der braucht noch mehr Kohle. Jetzt habe ich die Köhler. Ach, die sind alle noch drüben. In der anderen Base. Wie machen wir das jetzt am besten?
Ich glaube, ich verstaue ja erstmal alles und mache das dann offscreen. Also, falls es euch nicht stört, dann kommt das schon mal ein bisschen in Schwung hier, die ganze Wirtschaft. Nehmen wir auch noch ein bisschen Fleisch. Mal als Notfall mal einpacken. Und der Rest verschwindet jetzt hier in den Kisten. So. Stapel ablegen. Hier war nichts dabei. Nur Kleinigkeiten. So, hier ist auch alles voll. Brauchen auf jeden Fall mehr Kisten. So, Multikopf haben wir jetzt zweimal. Die Dietriche bleiben eh. Kalkstein kommt mal weg. Die lasse ich mal im Rucksack. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt weiterkommen. Ich denke mal, was ist hier? Schwarzer Kessel. Ich denke mal, dass wir den noch nicht machen können, weil ich nicht weiß, ob hier das Questgebiet ist hier auch rot, ne? Aber Herz aus Eisen könnte ich mal markieren. Aber wenn der hier schon so krass blinkt. Können es mal in die Richtung auf unterwegs machen. Auf den Weg machen, meine ich. Upsi. Oh, viel Wasser drin hier heute. So. Wir müssen darüber und. Habe ich die nicht gerade markiert? Punkt setzen. So. Falls jemand weiß, wie lange diese Leiche da bestehen bleibt, vielleicht könnte ich ja da nochmal hinreisen, auch auf Screen, um. Hier ist von nix hier. Um was zu bauen mit einem. Da oben ist noch eine Kiste, das haben wir schon gelootet hier eigentlich alles. So. Ja, ich laufe jetzt da noch eine Weile hin. Jetzt denke ich mal, das dauert nicht allzu lang. Wir hätten uns aber noch, auf jeden Fall nochmal ausruhen müssen hier. Wir trinken einfach nochmal was. Essen mögen wir auch so. Popcorn haben wir immer noch nicht gecraftet, aber der Rest ist noch in der Base. Aber ich denke mal, dass das so passt von der Ausdauer her. 1 Kilometer. Haben wir diesen Dingens da? Ist auch ein Schrein der Flammen. Vielleicht können wir ja von da dann immer schnell reisen. Wie wär's, wenn wir den zuerst machen? Den kann man von hier sehen. Das wird, denke ich mal, passen. Und dann können wir nächsten Mal, also in der nächsten Folge, den Kessel holen, wenn wir da schon Zugriff haben. Wenn nicht, müssen wir nochmal kurz in die Quests gucken. Können wir jetzt mal schnell machen. Hier ist nämlich noch so eine andere Quest. Der Sonnentempel. Alter. Aua. Die ballern auch richtig rein. Und ich glaube 100, 160 oder was ich da gesehen hatte. 200 Schaden, 220. Ja, und das nächste große Ziel ist auf jeden Fall die nächstgrößere Rüstung zu craften. Jetzt habe ich euch die noch gar nicht gezeigt, dass ihr auch so ein bisschen hyped seid. Hättet ihr die gesehen, ja? Hä? Sind wir vorbeigelaufen in dem Ding? Oder ist es unter der Erde? Hallo? Sieht aus, als ob es unter der Erde wäre. Stand dort unten. Jawohl. Wir wollten aber zu dem Türmchen. Das ist noch viel weiter weg, oder? Dann ist es doch da drin für den. Na, dann laufen wir halt dahin. Ist halt auch nicht so wild. Weil ich denke nicht, dass ihr Bock habt auf so eine Miasma-Session unter der Erde. Da ist auch unsere Rüstung ein bisschen hinderlich da. Achso, wir können ja mal schauen, ob wir mal schnell einen Fähigkeitspunkt hier in die Ausdauer reinballern können. Wo war denn hier alles mit Ausdauer? Erhöht die Ausdauer um 10. Haben wir ja schon geholt. Geht's jetzt gar nicht weiter? Achso, haben wir nicht genug. Schade.
Was könnten wir denn noch machen hier oben? Schaden. Fünfzig Gesundheit sind natürlich auch nice, aber ich würde sagen, wir sparen uns die und nee, gehen das nächste Mal auf Ausdauer, weil das, wenn man nicht wirklich zu Ende ausgeruht ist, zackt das richtig hart. Muss man halt relativ oft Pausen machen. Aber bald haben wir den coolen Gleiter, der unfassbar schnell fliegt. Und so 250%. Jetzt haben wir ja 200% Reichweite. Falls ihr euch wundert, warum ich die ganzen Äste mitnehme. Ich konnte das letzte Mal nicht einen einzigen Pfeil craften, deswegen habe ich jetzt auch alles vollgehauen mit kleinen Pflanzen, die Äste beinhalten. Die hoffentlich nächstes Mal reif sind, wenn wir in die Base kommen. Können wir endlich mal 300 Pfeile craften. Damit die nie wieder ausgehen. So, ich schau nochmal. Ihr seid auch dabei. Jawohl. So. Manche Videos haben ja ordentliche Klickrate. Wollte ich schon mal Danke sagen. Auch an die Leute, die immer fleißig zuschauen und sich nicht von der anfangs ultra schlechten Qualität beeinflussen lassen haben. Ich hoffe, sie ist ein bisschen besser geworden im Laufe der Zeit. Aber kann natürlich sein, dass es nicht so ist. Dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. So, hier können wir jetzt endlich spawnen. Sehr nice. Aber leider nicht schnell reisen. Falls jemand noch einen Tipp hat, was Schnellreisen angeht. Ob man tatsächlich nur von den Türmen schnell reisen kann, davon gehe ich jetzt mal aus. Sobald wir die Hühnersuppe kochen können, mache ich das auf jeden Fall, weil die Ausdauerregeneration ist halt einfach insane krass damit. Ist da auch eine Mission? Steht jetzt genau da drüber. Position erreicht. Hä? Der Schrein der Flammen ist wahrscheinlich auf dem Berg. Was ist denn hier passiert? Sind alle versteinert? Kann man die abbauen? Nee, nee, ist nur Erde. Naja, hätte sein können. Aber lustig, dass die alle versteinert sind. Was steht denn hier? Schönes. Das Fleisch ist willig. Die Flüssigkeit im schwarzen Kessel dreht sich. Dreht sich. Vielleicht bin ich mit dem Alter einfach verrückt geworden. Okay, hier ging es ein bisschen um den schwarzen Kessel. Hier gibt es Wasser. Nice. Ja, dann, ich dachte ja, dass wir nur zu dem Tower müssen, aber ich denke mal, dass es tatsächlich so ist. Schauen wir uns mal. Scheiße. Also die. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, noch einen Hinweis suchen. Wahrscheinlich auf dem Dach oder so. Haben wir hier. Besserer Mana-Trank. Mittlerweile doch nicht so ein schlechtes Produkt, wenn man. Ah. Wenn man ab und zu mal ein bisschen zaubert. Der gute Verband ist hier am Start gewesen. So. Hallo. Hier gibt's Salz. Müssen wir auch nochmal eine Farmrunde machen für Salz tatsächlich. Ich habe tatsächlich geschafft, das komplette Salz zu verbrauchen. Man glaubt es kaum. Können wir auch alles mitnehmen. Was gab es hier? Auch ein cooles Bett, ja. Ich glaube, das können wir sogar bei dem unserem Schreiner bauen lassen. Miasma, Meteorenschauer. Ich denke mal, dass es das auch nochmal wichtig werden wird. Haben wir noch eine Eingrenzung? Ne, haben wir nicht. Aber so viele Häuser gibt es ja jetzt nicht mehr. Hey, hier können wir noch fossilen Krempel abbauen. Oh. Wir gehen erstmal hier hoch. Falls jemand. Da hinten ist noch ein Buch. Da wollen wir auch nochmal hin. Um die fossilen Knochen zu craften. Da habe ich erst gedacht, wo soll man das finden? Und dann habe ich durch Zufall.
mal das Ding da ein bisschen rumgekloppt und da waren auch schon die Knochen. Falls jemand nicht weiß, wo man das findet. Wie ist das Miasma? Nur in der Dunkelheit. Hier ist nochmal eine kleine Geschichte über den schwarzen Kessel. Aha, hier geht's runter. Warum sind die alle versteinert, Alter? Naja, wenn der Lehrer mal abwesend ist, ne? Baut der Schüler wieder nur Scheiße. Reifenhose. Was hat die denn für Boni? Ich hab gar nicht geguckt. 13 Mana-Punkte. Hier alle für Zauberer und so. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war es eine schlechte Entscheidung, da nicht drauf zu gehen. Was ist denn hier jetzt los? Warum ist es dunkel auf einmal? Aua. Wahrscheinlich einfach nur Zufall, dass es jetzt dunkel geworden ist, aber... Achso, hier waren wir ja vorhin. Wir wollten ja noch darüber. Wir gehen noch kurz darüber. In das kleine Häuschen hier. Aber es ist nur ein Lager. Haben wir schon den nächsten Hinweis? Nein, noch nicht. Ach doch, dann doch da drüben, wo wir schon gesehen hatten, wo es hingeht. Wir haben doch das Buch von hier leuchten sehen, da oben. Ist es da? Tatsächlich. So, wird die Folge doch ein bisschen länger, wie ich gedacht habe. Aber wir hatten ja gesagt, zwei Missionen pro Folge. Scheißegal, wie lange es dauert, ne? Expeditionsprotokoll. Mhm. Ah, Lobpreise auf die Königin. Mhm. Die wollten wohl zum Leuchtenstein reisen. Ach, nicht hinlegen. Schauen, was wir da bekommen. Bitte nur. Oh. Eine Erfahrungsschriftrolle. Hatten wir nicht. Und was. Ist es das gleiche Säurezeug, was wir schon haben? Sieht ganz aus. Sehr schön. Davon kann man nie genug haben. Das ist nämlich fucking insane. Nur mal hier genau schauen, was hier am Start ist, wenn hier schon eine Königin rumgeeiert ist. Wir müssen doch da rein. Schon was gedacht. So. Hier steht noch Wasser rum. Kann man nicht aufnehmen. Naja. So. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfen wir jetzt hier links abbiegen und rein ins Miasma. Ich muss jetzt gleich noch aufpassen, weil ich bin schon wieder an der Grenze von meiner zur Verfügung stehenden Zeit. So. 5 Minuten. Gehen wir mal davon aus, dass es reichen wird. Uiuiui, jetzt müssen wir uns irgendwie ein bisschen rechts halten. Nicht, dass wir uns wieder verirren und dann nie wieder rauskommen. Das ist ja nicht so, dass es noch nicht vorgekommen wäre. So, wir hatten gesagt, rechts halten. Ach, die hasse ich hier. Das ist, glaube ich, der meistgehasste Gegner in diesem Game. Besonders, wenn die jetzt immer so rumfliegen und ewig nicht runterkommen. Noch jemand hier? So. Gut, wir sind schon auf der anderen Seite rausgekommen. Bin schon
Ganz gespannt, was das für ein Vieh ist, was den schwarzen Kessel bewacht. Kann natürlich auch nix sein, aber wie ich das Game kenne, enden wir gleich nochmal in einem Bossfight. So nicht, mein Freund. Ich hab dich gesehen. Kann's auch nicht lassen, ja? So, wir müssen tatsächlich in das Miasma rein, da, was so schön grün leuchtet. Oder? Tatsächlich. Aber wenn die kleinen Hühnchen da rumrennen, dann haben wir ja gute Karten. Wir gönnen uns nochmal einen Kamillentee. Ach, brauchen wir gar nicht. Achso, wieder mal kein Popcorn gemacht, aber der Standort ist unten. Ach du Scheiße, was ist das denn? Erstmal kurz antesten. Hutmonstrosität. Ich glaube, es scheppert ordentlich, wenn ich das abkriege. Deswegen nehmen wir gleich mal unseren Giftstab. Ich hoffe, der ist jetzt nicht ineffektiv. Hat es gar nicht abgekriegt. Haben wir Zeit. Jawohl, es scheppert auch so rein. Nice. Ja, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es verbraucht auch fast alles an Mana. Und das für kleine Viecher hier. Lustig, es gibt noch so einen Skill, da, den kann man skillen, dann kann man, während man mit dem... So, das war's. Let's go. Noch sowas, was man skillen kann, um mit dem, wenn du mit dem Gleiter fliegst, dass du dann mit dem Bogen schießen kannst. Hey, das ist der Hutmonster... Hutmonstrosität im Kopf. Jesus. Ach so, das ist der schwarze Kessel. Ich dachte, was zum Teufel. Deswegen sind wir hier, Mann. Hey. Der schwarze Kessel. Ich frage mich immer, warum man den nicht abbauen kann, oder? Aber kann man nicht. Jetzt. Das heißt, habe ich links gar nicht gelesen. Hat es jemand gesehen, was dazugekommen ist? Sieht aus wie so eine Werkbank oder sowas. Können wir jetzt von hier schnell reisen? Ne, können wir natürlich nicht. Dann kommen wir hier raus. Nehmen wir noch den Schrein der Flammen mit, oder? 300 Meter. So, wir waren ja hier schon draußen. Der ist bestimmt wieder oben. Ja, der ist bestimmt wieder oben. Wenn nicht, würde ich schnell reisen, den alchemistischen Superkessel bauen. Aber da sieht es aus, als ob es hochgehen würde. Wir schauen uns das noch kurz an. Wenn es da nicht hochgeht, dann reisen wir nach Hause. Mache ich mal eine Altarrunde hier. Und dann haben wir die auch alle. Weißt du was? Wir reisen gleich nach Hause. Scheiß drauf. So. Wir müssen eh jetzt noch hier 1000 Mal hin und her. Da können wir das alles irgendwann mal mitnehmen. Wenn wir sowieso dran vorbeireisen. Ich habe mehr Bock auf den Kessel, weil ich mal rausfinden will, was der jetzt so Neues kann. Wir schauen uns den mal schnell an hier. Der ist bestimmt gigantisch. Na gut. Ich hätte jetzt größer gedacht. So, ich habe den Kessel gefunden, mein Freund. Whatever it is, I can enchant it. Ein Alchemietisch herzustellen. Alles klar. So, wo ist dein Alchemietisch, mein Freund? Wir brauchen gebrannte Ziegel für den. Den Rest haben wir am Start. Gott sei Dank haben wir noch Kupferbarren. Wenn es auch nur 6 Stück sind. Aber es reicht, um seine Station zu bauen. Als ob wir es vorbereitet hätten. So. Jetzt aber. So, Kollege.
Jawohl, ist ja fucking massiv, das Ding. Ich stelle das erstmal hier hin. Wie gesagt, wenn wir bauen, dann. So, wir können das Antiseptikum und die den alchemistischen Grundstoff herstellen. Das ist schon mal gut. Micellen, Wasser. So, was kann denn jetzt unser Kollege hier Neues? Labor zur Heilung. Müssen ihm ein Labor bauen, um bessere Heilmittel herzustellen. Ja, jetzt lohnt es sich ja auch für den eigenen Raum zu bauen, wenn er schon so viel Equipment jetzt hat. So, wir schauen jetzt nochmal, was hier die Rüstungen sagen. Das Wächter-Set. Was hat das denn an Brustrüstung 82? Lebenspunkte. 30. Das ist doch mal Ausdauer und Lebenspunkte. Das ist doch mal Hardcore, das Set hier. Da hab ich Bock drauf. Das heißt, wir müssen Leder herstellen und Bronze barren. Ich würde das vorbereiten für die nächste Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer auch immer bis jetzt dran geblieben ist, sehr, sehr geil. Ich probiere das noch irgendwann mal ein bisschen zu perfektionieren, dass ich nicht so lost hier rumrenne. Aber an sich kommen wir eigentlich schon ganz gut durch hier. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich denke mal, dass wir den Obelisken mitnehmen. Dann das südliche Karawanenlager. Das Wissenschaftsinstrumente für ein Labor. Vielleicht machen wir es auch andersrum, dass wir erst für unseren Kollegen das holen und dann der Ausflug am Sonnentempel endet. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wir werden sehen. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!